Ja, Realität ist nicht das, was man direkt wahrnimmt, sondern es ist das, wie sie vermittelt wird. Hat mich dann schon ein bisschen irritiert. Man weiß nicht so hundertprozentig, wo ist Realität und welche Realität nimmt man gerade auf. Also man sieht einfach das Gemachte. Kurz vor dem Abendessen am 6. August informierte ich Otto Hahn, dass eine Atombombe abgeworfen sei. Otto Hahn war von dieser Nachricht vernichtet und sagte, er persönlich fühle sich verantwortlich für den Tod von Hunderttausenden. Kein Bild kann so eine Betroffenheit ausdrücken wie dieser Satz von Hahn. Den Glanz und den Abfall, die Betroffenheit der Mächtigen, die so zu viert einfach eigentlich regungslos dastehen. Als ich auf die Gruppe, auf die Menschengruppe zugegangen bin und plötzlich meinen Schatten in dem Bild gesehen habe, ich wollte ganz nah rangehen, um mich mit den Herrschaften auf eine Stufe zu erleben. Aber das hat man mir nicht erlaubt, weil mein Schatten war immer größer. Ich kenne Harald Fuchs' Arbeiten im Zusammenhang auch mit Zerstörung von religiösen Archetypen oder von Zerstörung von Völkern der Dritten Welt. Jedes Mal hat er es geschafft, diese sinnliche, ästhetische Präsentation zu verbinden mit einem kritischen Ansatz, dass Wissenschaft benutzt werden kann, dass Wissenschaftler benutzt werden können, dass im Grunde genommen jede naturwissenschaftliche Entdeckung, Entwicklung auch benutzt wurde in der Geschichte, um zu zerstören. Das ist subtiler. Die Zerstörung, die wir erfahren, ist nicht mehr die bombastische Kriegserfahrung. Die Zerstörung ist eine schleichende, aber auch durch Entdeckung der Naturwissenschaften, durch Entwicklungen. Inhalte, die uns aus den Medien weggenommen werden, aus der Literatur weggenommen werden und in die kurzen Schnitttechniken heutiger Filmmedien überführt werden. Auch das ist eine Zerstörung. Und die unterliegt genauso politischen Interessen. Was Wissenschaftler in der Lage sind zu tun,
ist immer wieder natürlich erschütternd. Seitdem verfolgen mich diese Bilder des Holocaust. Es kommt darauf an, wie wir mit diesen Dingen umgehen, wie verantwortlich wir mit diesen Dingen umgehen. Die Analogien sind natürlich immer vorstellbar. Die Musik, also diese Musik, ein Schmerz, eine Trauer. Das Ende natürlich zu sehen. Die Schönheit des Grauens. Ein anderer Absturz kommt bestimmt vor. Hier mit dem Obersalzberg, mit dem Blick vom Berghof aus auf diese Bergkette Richtung Österreich, Salzburg, möchte ich natürlich schon auch provozieren und die Frage stellen, kann auch eine Landschaft nicht nur inspirieren, wovon ich also ausgegangen bin, also gerade was Hitler angeht, sondern kann auch so eine Landschaft kontaminiert sein? Kann die für spätere Generationen auch so sein, dass man da eigentlich nicht mit gutem Gewissen hinschauen darf? Die Landschaft kann nichts dafür, davon gehe ich mal aus. Aber unser kollektives Wissen, glaube ich, verhindert, dass wir diese Landschaft für mehrere Generationen vielleicht so ungetrübt sehen können, wie wir es gerne wollten.